So, damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von At Tony's für euch. Und falls euch die Musik bekannt vorkommt, klingt ein bisschen wie Cult of the Lamb. Wir schauen mal rein, hä? Ja, okay, also WASD, Use Mouse und Interact in the World und Pick Up Interact und Drop Item. Okay, alles klar, alles läuft über die Maus. Und wo sind wir denn? Das sieht gar nicht mehr schlecht aus hier, hör mal. Das ist ganz schön hübsch hier, müsste ich mal sagen. So, was haben wir hier? Computer. Kalkulator, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Erstmal als einzige, kein Spiel drauf, aber Kalkulator. Wunderbar. So, machen wir mal erstmal aus hier. So, schon make some coffee, dann machen wir das mal. Was haben wir hier? Kaffeemaschine, empty. Wo haben wir den Kaffee versteckt? Wir waren ja nicht einkaufen. Nichts ist da. Oh, hier. So eine Tüte, braun, wer weiß, was da drin ist. Komm, wir hauen uns rein. So, was haben wir denn noch? Können wir in den Kühlschrank? Nein. Nichts drin. Wir haben hier gar nichts, Alter. Kein Teller, kein Nichts, Alter. Wir haben eine Tasse. Das war's. Grundsätzlich ist die Küche ja ziemlich geil. I should check my E-Mails before leaving. Okay, gut, dann lass uns mal auf. Schönes, leeres Shelf. Wunderbar, ganz toll. So, dann lass uns doch mal den Kalkulator anwerfen. Mailbox. Los, do it. Moment, es klopft an der Tür. Hier. Ist das die verrückte Nachbarin von nebenan? Die hat doch bestimmt ja meine Zeitung geklaut, ich weiß es ganz genau. Oh nee, nicht hier, nicht das Klo, sondern genau, die Tür ist zu. Wunderbar, okay. Wir schauen uns kurz mal weiter in der Wohnung um. Ah, Toilette, wunderbar. Mit Dusche, schön. Kein Ablauf drin. Wird ein bisschen schwierig. Okay, wir schauen einfach mal weiter. Toller Rauputz. Finde ich gut. Aber auch hier ein bisschen wenig auf den Regalen. Egal, komm. Wir schauen uns ganz kurz nochmal die E-Mails an. Ich weiß nicht, ob das wirklich relevant war. Joey, ich hoffe immer noch, dass du dir die Arbeit in der Pizzeria noch einmal überlegst. Ich war schon immer besorgt über diesen Ort und es wäre mir lieber, wenn du dort nicht zu später Stunde arbeiten würdest. Es ist ein altes Gebäude mit einer Geschichte und ich kann nicht anders, als mir Sorgen um deine Sicherheit zu machen. Ich weiß, dass du fähig und verantwortungsbewusst bist, aber als dein Vater werde ich dieses Gefühl der Vorahnung nicht los. Bitte, denke darüber nach und lass mich wissen, wie du dich entscheidest. Ich kann im Handumdrehen einen anderen Job finden. Warum ist es dir so wichtig, stattdessen dort zu arbeiten? Mike Aldo. Dein bester Schutz vor finanziellen Schwierigkeiten. So, okay. Und Jimmy Falco hat uns geschrieben, Hallo, Joey. Was gibt's, Cass? Zeit für eine weitere legendäre Nachtschicht in der Pizzeria. Ich weiß, es ist nicht gerade der heißeste Plan für den Samstagabend, aber hey, es ist alles im Namen der Aufrechterhaltung des Familienunternehmens. Hier die Kurzfassung. Der Teig ist schon vorbereitet, also kein Grund zur Sorge. Geh einfach in die Küche, wenn du bereit bist, loszulegen. Oh, und vergiss nicht, Holz für den Ofen zu besorgen. Der spielt in letzter Zeit verrückt. Die Bestellungen werden auf dem Computer angezeigt und wenn du mal nicht weißt, was wohin gehört, liegt unser bewährtes Pizzarezeptbuch auf dem Schreibtisch. Ich komme morgen früh vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Naja, das wird eine ruhige Nacht. Ich habe dir eine Voicemail in der Pizzeria hinterlassen, damit du dich an alles erinnerst, wenn du da bist. Du schaffst das! Bis später! Jimmy. Hallo du? Ja, genau du. Hast du schon den großartigen YouTube-Kanal Benny und Steve abonniert? Solltest du tun! Für dich kostenlos und uns hilft es wirklich sehr. Dankeschön dafür und noch viel Spaß mit dem weiteren Video. Bis dann, Benny und Steve. Gut, ich würde sagen, wir haben unsere Order für heute Nacht bekommen, für die Night Shift. Wir müssen einfach ein bisschen Pizza-Tag machen, ein bisschen Pizza machen und open the door. Können wir schon gehen? Wir gehen jetzt. So, please. Close the door. Hallo. Okay, wir müssen... Ah, jetzt ist es zu. Schön. Können wir denn woanders noch klopfen? Nein. Gut, dann auf zum Fahrstuhl. Also wir müssen in der Pizzeria ein bisschen Pizza machen und Holz in den Ofen schmeißen und klang jetzt erstmal nicht so anstrengend. Rezepte und so finden wir auf dem Rechner irgendwie und er hat uns nochmal eine Voicemail da gelassen.
Oh, ich möchte sofort die Treppe nehmen, Alter. Stunden später. Leute, los! Oh, das ist fies vertiefelt, Alter. So, was ist denn das? Warum denn diese Reihenfolge? Ich verstehe nicht. So, okay. Gut. Endlich! Oh, der Telefon ist ringing. So, okay. Telefon. Hey, Cuz, how are you doing? I'm fine. To call you and give you a quick rundown for your first night. First thing you gotta do is grab the dough in the kitchen. We prepped it earlier, so you should be set for the night. Just bring it here. You will also need to put some wood in the oven before you can cook the pizzas. You got some logs right under it. Orders will pop up on the computer. You also got the menu there in case you forget what ingredients to put in each pizza. All right, that's it. I have to say, cuz, you got some serious guts coming for the night shift. With all the stories about Tony, I wouldn't want to be there. Anyway, see you in the morning. Okay, pick up the dough tray in the kitchen. Okay, alles klar. So, dann wollen wir mal eine kleine Pizzeria-Runde machen. Ah, scusi tutti frutti. Und la in cucina. So, das ist anscheinend der dough tray. Ah, das sieht gut aus. Das ist eine gute Pizza. Wird das gemacht? So, haben wir erstmal alle Klischees bedient. Check the oven instruction on the computer. Okay, hier ist der Computer. The oven guide. Okay, add logs inside the oven and light them on. Check temperature using to temp gun. Oh, wir haben eine temp gun, okay. Ideal cooking temperatures between 400 und 460 degrees. Pizza will cook in 60 Sekunden in this temperature, okay. Cooking pizza above, okay, gut, nicht über 460 Grad. Add your pizza on the oven, use a timer. Okay, alles klar, cool, haben wir. Was haben wir hier? Haben wir hier schon. Was ist das hier? Menü. Ah, die Menükarte. Pizza Linda, ja, mit Tomatensauce, feine Onions und Mushroom. Dann haben wir noch die Pepperoni Pizza. Ist Tomatensauce, Mozzarella, Pepperoni und Carpiziosa. Ist Tomatensauce, Mozzarella, Ham und Mushroom und Quaccia. Wieder mit den schönen Tomatensauce, Mozzarella, Ham und Pepperoni und oh, Mamas Pizza. Ist Mamas Pizza. Ist Tomatensauce, Mozzarella, Onion und Fischknioni. Ist Tomatensauce, Mozzarella, Pepperoni, Mascha und Ham. Gut, okay, dann probieren wir das mal. Warte mal, Order? Haben wir schon eine Order? Nee, wir haben noch keine Order. Okay. So, throw 3 Logs of wood in the oven. Okay. Ah, schön. So wollen wir erstmal die Ofen schön aneizen, ja? Und wir machen noch die dritte Log hinein. Super. So, wo ist denn... Oh, warte, was ist hier? Ja, ist hier die... Hier ist... Ah, ist noch nicht heiß genug. Ist noch nicht 400 Grad. Also nicht 400 Grad, sondern... 400 Grad Fahrenheit. So, bumm. Hauen wir noch einen rein. Kann ich gar nichts, ne? So. Jawohl, das hat die gute Temperatur, So, haben wir eine Bestellung, Ah, Pizza Linda. Pizza Linda war... Ah, ist ja okay. Gut, was... Okay. Gut, dann wäre... Oh, okay, das ging schnell. So, wir rollen eine schöne Pizza. Kann ich das jetzt... Was ist... Ja, hier. Ah, sind mit die Tomatensauce. Pizza Linda war mit Mushrooms und mit die Onions. So, nun, was kann ich eine Pizza bestellen? Ja, sie kann eine Pizza bestellen. So, ich mache wie Luigi. Komm, so. So, okay, und. Okay, wir haben 60 Sekunden, bis die Pizza fertig ist. Pizzabox. Wahrscheinlich muss er danach rein. Drop the pizza in the kitchen window counter. Okay. So. Sag mal ein bisschen. Ein schönes italienisches Restaurant hier. So. Mann. Was haben wir denn überhaupt hier? Was ist das hier noch? Ein Besen? Wir können bloß das eine Pizza-Blech nehmen. Oh,
Schlegel. Ist ja Wahnsinn. So, 30 Sekunden noch. Ich bin ein bisschen gespannt. So, kann er nochmal gucken. Ah, perfekte Temperatur. So muss das sein. So, kann die auch verbrennen? Das wäre mal interessant. So, nehmen wir schon mal das Pizzablech. Quasi sofort bereit, die rauszunehmen. Gleich? Oh, ich glaube, sie ist gut. Nein! Aber, oh, da muss der ganze Frust raus. Muss der ganze Frust. Ja, super. So, und drop the pizza in the kitchen. Window Encounter. Gut, wir machen. Wo ist der Window Encounter? Ah, hier. Ah, hier. Okay, gut, dann. So, Give the pizza to the delivery guy. Wo ist denn der delivery guy? Natürlich, noch so ein bisschen Motorroller. Okay, ja, sehr, ja, wo ist sie? Ja, was ist los? Ah, grüß dich, Mario. Hier hast du die schöne Pizza. Ciao, Mario, ciao. Dieser kleine Wurstkopf. So, haben wir eine neue Bestellung. So, komm, wir gehen gucken. Ja, so. Ah, was ist die Telefone? So, wir können auch nicht rennen. So, was ist? Job on your first pizza of the night. No. So from now on, you will get orders on the computer. Just take them as they arrive and try to get them all done on time. All right. There are some other things I need to tell you. In the last couple of weeks, some weird stuff started happening, like kitchen equipment turning on by themselves. Scusi? And we got a few leaks in the bathroom. If you ask me, I'm sure it's just some goofball who forgot to turn off water back there, but my dad wanted me to brief you on this. Simple stuff, really. Just check the kitchen and bathrooms for anything suspicious. Easy, right? Previous guy that worked the night shift, you know, the crazy dude that jumped off, said there were some ghosts messing around in the pizzeria. We don't believe in ghosts, right, cuz? Ja, das ist, macht mich ja nicht froh, wenn ich das höre hier. Okay, alles klar. Also hier geschehen seltsame Dinge. Okay, wir gucken mal erstmal. So, die nächste, sie Capriziosi. Capriziosi, muss ich mal sagen. Was war die Capriziosi? Ja, die war Tomatensauce, Mozzarella, Ham und Mushrooms. Okay, ist ja kein Problem. Oh, die nächste ist schon draußen. Komm, wir müssen ihn hinmachen. So, nimm bitte mit. So, wir machen Tomatensauce, wir machen. Muss das doch in der richtigen Reihenfolge sein? Wir probieren einfach Ham, Mozzarella. Und die Mushrooms. Okay. Und was ist das Zweite? Nochmal eine Pizzalinda. Ist ja gar keine Probleme. Ich mache Pizzalinda mit 1. Ach, was guckt denn hier jetzt nochmal auf? Raus. Was ich gerade machen wollte, ich wollte hier, da müssen wir nochmal einen Scheit nachlegen. Das geht nicht. So. Gut. Ich würde sagen, die... Ah, mach mal bitte. Zack. Na ja, komm. Wir müssen ja on time, müssen wir ja... kann ich nicht ablegen hier. Das ist mal blöd. Okay, gut. Dann muss die erste Pizza erstmal rein. So. Ja, gut, man muss es dann aufziehen. Wie schön. So, und für die Pizzalina, wir machen eine schöne Tomatensauce, die Mushrooms und nochmal die Onions. Bellissima. So. So, drin ist er. Okay, die andere muss ich 15 Sekunden später rausnehmen. Gar kein Problem. Ah, diese schöne Dufte von frischer Pizza, das macht mich immer ganz glücklich. Ganz glücklich. So. Ein bisschen Musik wäre schön. So, das Schöne ist natürlich, wir sehen, ob wann die Pizza fertig ist. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht die falsche Pizza rausnehme. Bin ein bisschen gespannt. Sieht man denn, wie der Mozzarella schmilzt? Alles gut. Sieht gut aus. Oh no. Jetzt wollen wir aber hinmachen hier. Ah, Beeilung. Was? Hau ab. Verschwinde. Ah! Oh, fies.
Oh, aber Frische muss raus. Komische Frau hier, geh weg. Sie muss Pizza machen, aber keine Zeit für diese. Oh. So, oh, was ist denn das? Gas ist an? Ah, es muss schon wieder diese komische Sache hier sein, von die hier meine Kasse berichtet hat. Oh, warte mal, da kommt der Pizza Lila, wie geil. Geht es um. Ja, Mario, hier, yeah, ist eine frische Pizza. Bitte, nimm mit. Da. Und mach es schnell. Ciao. So. So, was ist jetzt schon mit dem Telefon? Ich kann hier nicht arbeiten. Die ganze Zeit ist das Telefon immer nur. Hallo. Hallo. Let me guess. You're the new guy. The guy they picked to deal with their sick, wretched family. Well, only the dead ones, right? Let me tell you a story. Your story. See, I called you tonight because I'd assumed they would be steadfast to replace me. There is nothing more important to the Falcos than money, is there? I used to make the pizzas during the night shift. They probably told you I was insane or other stupid lies about what made me do what I did. The truth is elsewhere. There are things happening in this restaurant, and I can help you survive. Well, you could just run away and never look back. But if you're even slightly like me, you came here for a reason. A purpose. You have something you need to do, don't you? How about I help you stay alive while you pursue that? No, Demo schon zu Ende. Der Ofen ist gerade warm geworden. No. Ja, ihr Lieben, das war die Demo von Tony's. Und falls ihr das Full Game hier auf dem Kanal sehen wollt, ruhig unten in den Kommentaren mal was reinschreiben und sagen, hey, spiel doch mal das Spiel, wenn's rauskommt. Zum Beispiel. Würde mich sehr über einen Kommentar freuen oder auch natürlich gerne für einen Daumen nach oben und hey, abonniert doch mal den Kanal. Tu mal was Gutes heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Projekt auf dem Kanal wieder. Bis dahin. Ciao, Bella. Bis zu unserem nächsten Besuch in die Pizzeria. Hey, Joey. What's up, Kuss? Mit dem AOL-Internet. Ja, kaufe ich alles. Millennium Bug Free Sticker. Wunderbar. Klingt super. Ich bin gerade warm geworfen. Der Ofen ist gerade warm geworfen. Na, was soll's?